bräuchte halt... Ich guck mal, ob die Höhle... Ich glaube ja, dass sie immer noch verbuggt ist. Ne? Ich kann es mir ja nicht vorstellen, dass der Bug sich jetzt auf einmal gelöst hat. Aber man ist ja. Man wird ja nicht klüger, wenn man nicht probiert. Komm schon, schneller. Schneller. Wah! Habt ihr die sicken Skills gesehen? Boom. Leute! Wir können es doch zu 100% spielen! Anscheinend war in dieser Höhle gar nichts Wichtiges dran! Was mich ein bisschen verwirrt. Aber die Höhle wurde nochmal regeneriert. Ich hoffe, dass sie auch richtig zusammengesetzt wurde. Aber wo, wie komme ich denn da oben dran? Weiß ich. Ah, nein! Nein! Hallo, Junge! Kleine ihr kleinen Flödis. Ja, wir können das jetzt. Kann man da hoch? Ich glaube. Nö, wir haben ja hier nirgendwo ein Ding. Nee, die Pilze da sind. Man muss durch das Loch da irgendwie durch. Ich weiß auch nicht, beim besten Willen nicht, wo das Loch ist. Vielleicht müssen wir erstmal. Bitte schön. Ja, ich habe gesehen, dass da was ist. Ich weiß nur nicht, wie ich da gerade noch mal dran komme. Wie ich mich noch mal klein machen kann. Das ist jetzt gerade eher mein Problem. Ich habe gar nicht mehr viele Muscheln. Da rechts war ein Loch, da muss ich mit dem Eisblock links unten schrumpfen. Nee, der links unten ist ein Tempel, ist kein Crack. Kann ich wie die Jahre so schrumpfen? Funktioniert so nicht. Ey, hier sieht es irgendwie so aus, als ob da ein Fehler wäre, der Struktur. Aber egal. Ich glaube, ich muss mich hier schrumpfen. Das ist, glaube ich, eher die Wahl. Oh, meine Nase kribbelt. Wow, ich liebe das als kleiner Mensch. So krieg ich schnell zu schwimmen. Ich habe das Gefühl, ich schwimme als kleiner Mensch schneller als so. Nee, das ist nix. Aber kann ich mit dem... Ah, ich kann mit dem Fragment freuen. Oh, ja. Ein blaues Fragment, Leute. Blau ist nicht mehr meine Lieblingsfarbe. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt? Oh, sehr cool. Das haben wir schon die ganze... Ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang überhaupt war. Ich habe mich ein bisschen verirrt. Und, könntest du vielleicht die Kategorie ändern? Das war irgendwo da. Vielleicht muss ich dann da unten durch. Sie passen. Hihi. Hoffentlich passiert was Gutes. So. Natürlich passiert was Gutes. Junge. Glücksfragmente sind immer gut. Ich bin so eine schnelle Schwimmerin, Leute. Genauso schnell schwimme ich im Realen auch. Ich bin richtig Fast and the Furious unterwegs. Boom. Okay. Jetzt geht's nicht mehr. Aber ich habe das... Ach, er kann... Ist es trotzdem relativ schnell. Okay. Und mit ihm... habe ich schon. Ich glaube, ein Tingel fehlt mir noch. Aber ich weiß nicht mehr, wo der letzte war. Ach, Mist. Ach, Mist. Ah, Mist. Schade, hab schon. Oh, danke schön. Habt ihr... Jetzt hat's, glaube ich, schnell... Ich glaube, ich habe so schnell, habe ich es noch nie hingekriegt. Ach, hier wäre die ganz große Höhle. Stellt euch mal vor, das Ding hier wäre verbuggt gewesen. Was ist denn dieser Stein da hinten? Ich glaube, ich habe hier schon alles, ne? Ich muss wirklich nur einen Ausgang finden. Vielleicht hier? War hier der Ausgang? Ne, das war ein anderer, ne? Nö, das war hier. Wo wir das halbe, das vierte Herz hingefunden haben. Richtig geheime Musik, Leute. Wir sind hier nämlich im geheimen Versteck von Ninja Cat. Kennt ihr Ninja Cat noch? Das ist so ein Video von damals. Das fand ich mega witzig. Ich weiß gar nicht, wann das so aufkam. Ich glaube in der 5., 6. Klasse. Oh nein, ich bin den falschen Dings gegangen. Jetzt macht er auch noch Werbung für Instagram für mich. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Mein Bot, ey. Mein Bot ist echt. Echt. Mein Bot. Danke schön, Bot. Danke schön.
Aber der Bot hat wieder ein Abo. Hat der. Der hat aber eigentlich nur Abos, wenn man ein Partner ist. Außer es ist jemand so nett und schenkt einem Abo, ne? Für den Bot. Muss ich auch mal ein bisschen ausnutzen. Warum ist hier so ein Ding? Verstehe ich nicht so ganz. Warum ist hier ein Ausgang? Kein Plan. Hühlersee? Ah, das sieht doch gut aus, oder? Was denkt ihr? Sieht das gut aus? Ah, das sieht doch gut aus. Haha, er hat mich nie gekriegt. Jetzt gehen wir die Ranke hoch. Wir gehen die Ranke hoch. Wir gehen die Ranke hoch. Ich würde nie so eine Ranke hoch. Oh, cool. Ja, Minimum. Herzteil erhalten. Jetzt hast du 3 Herzteile. Ja, mysteriöse Muscheln. Das war meine geile Schätztruhe, ganz ehrlich. Wir gehen mal nochmal zurück. Ach, wir können hier gar nicht. Wow. Wir können uns den Vogel nie abholen. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch eine richtige Frechheit. Ich weiß nicht mal, mit wem wir noch Fragmente verbinden müssen. Vielleicht gehen wir mal unten noch zum Minisch. Ich habe das Gefühl, ich habe im Wald noch nicht alles gemacht. Gehen wir einfach mal hin. Ich hoffe, ich habe noch genug grüne Fragmente. Ansonsten müssen wir wieder welche. Ah, mein Abo läuft in einer Woche aus. Schade. Oh nein, Sarah. Schade. Richtig schade. Oh, wir können hier sogar ein rotes Fragment vereinen. Was jetzt wohl passieren mag? Da irgendwas? Ist das eine Schatztruhe? Ernsthaft eine Schatztruhe? Da? Ach, Mann. Ganz ehrlich, jetzt muss ich da nochmal zurückgehen. Was ist das denn für ein bescheuertes Ding? Ach, du willst Fragmente vereinen? Gut. Bei uns läuft's. Wir haben hier total viele gefunden, mit denen wir Fragmente vereinen können. Normalerweise ist es nicht so. Wie? Der kriegt jetzt nochmal eine Idee, oder wie? Es wäre doch toll, wenn man die Bomben fernzünden könnte. Hm, genau. Man muss sie nur ein wenig umbauen. Wie? Wie geil ist das denn? Es hat gepasst. Ich denke, das ist ja... Alter, Leute. Das ist doch mal mega krass. Wir kriegen jetzt einen Fernzünder. Weil, ganz ehrlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, das ist doch... Das wird uns beim Endboss bestimmt helfen. Und fertig. Die Fernzünderbombe, genau wie du willst. Mach bumm. Probier es aus. Wenn du normale Bomben brauchst, tausche sie dir zurück. Tauschen. Fernzünder. Bomben abzulegen, drückst du den Knopf erneut. Explodiert sie. Komm einfach vorbei, wenn du normale Bomben... Warum sollte man normale Bomben haben, wenn man Fernzünderbomben haben kann, Leute? Ist das vielleicht so... Ist das eine dumme Frage? Ich weiß es nicht. Ich kann mir keinen Moment vorstellen, wo das die Fernsünderbombe nichts bringen würde. So, wir gehen jetzt mal noch in jedes Haus. Wir gehen jetzt mal das Dorf ein bisschen stalken. Stalking betreiben. Oh, blaues Haus. Und wie geht's Melter? Singen seine 7 Schüler immer noch das Eisenerzlied. Was so ein krasses Haus, Junge. Und du willst keine Fragmente mit mir tauschen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine richtige Frechheit. Du auch nicht? So langsam werde ich zickig. Will hier kein... Dann will hier mit mir Fragmente tauschen. Sehe ich aus wie euer... Du kriegst schon wieder eines geschenkt. Oh, 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 Skycrack. Don't jinx it, würde ich sagen. Man weiß es nie. Man weiß es nie. Das ist ja reiner Zufall, wenn hier mal jemand die Abos springen lässt. Darf man ja nicht mit rechnen. Darf man ja nicht mit rechnen. Und manchmal bekommen auch Leute, die gar nicht so oft dabei sind, dann Abos geschenkt. Bei der 10er Abo-Bombe. Du willst auch keine? Findebinsen? Du auch nicht? Wir können ja schon mal abhaken, ein bisschen, was wir jetzt auf der Liste gemacht haben. Also wenn wir jetzt dieses Dorf hier durchgeguckt haben. Ich glaube, ich habe eine Stelle noch gar nicht gemacht, weil ich noch nicht schwimmen konnte zu der Zeit. Also hier nix, okay. Weil hier muss ich, glaube ich, schwimmen, um irgendwas zu kriegen noch. So, du willst auch nichts, okay. Okay. Was kriege ich denn hier? Nix. Außer einen feuchten Kuss.
gar nichts. Man weiß nie, man weiß nie. Manchmal passiert's, manchmal passiert's nicht. Ich bin zum Beispiel bei manchen Streamern unterwegs, bei denen ich halt schon richtig, richtig lange dabei bin. Und krieg bei denen fast nie ein Abo geschenkt. Ich kann mir aber leider keine anderen Abos, ich kann mir keine Abos leisten. Ich habe ja nur den einen Amazon Prime. Oho! Hab ich mir doch gemerkt, dass hier noch irgendwas war. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, an den Schlumpf, der hier drin wohnt. Erstaunlich, dass du sie hergefunden hast. Ich bekomme fast nie Besuch. Mir Fragmente vereinen. Oh ja. Jetzt kommen endlich die ganzen Leute dran, die mal ein bisschen rote Fragmente vereinen wollen, ey. Jungs und Mädels. Jetzt wird das frei. Okay. Das ist noch so eine Ebene, die haben wir eher weniger erforscht. Ja, das passt doch wunderbar. Hoffentlich passiert etwas Gutes. Ist hier sonst noch irgendwas? Nur er. Nur der Lurch. Dann muss ja in der Höhle was richtig Geiles drin sein. Richtig Bombe. Ich weiß halt nicht, ob es mehr bringt, mich jetzt immer direkt zu porten. Ist hier ein Geheimgang? Ich glaube, in Zelda Minicap sind gar nicht so viele versteckte Sachen. Eigentlich hielt ich jetzt mal dran zu erinnern. Ich suche noch eine Figur. Ihr habt doch vielleicht schon mitgekriegt, dass es so einen Opa gibt, der krank ist. Und den suche ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich bin kleiner. Bin nicht mehr so gut im Zelda Minicappen. Aber hey, dafür schaffe ich jetzt schon andere Sachen. Ich kann jetzt gut rennen. Oh, hier ist eine Schatztruhe. Alter. Wir sind ja mal wieder Richie Michi. Dinge kann man am Ende eigentlich nur dafür benutzen, dass man... Wie heißt's? Nö, die Höhle habe ich schon. Nee, ich... Flodokoddo. Flodokoddo finde ich auch ein guter Ausspruch. Ja, war ich glaube ich auch schon, aber ich gehe trotzdem mal nochmal vorbei. So dass ich halt nichts verpasse. Ich habe immer Angst, dass ich Sachen verpasse und dann laufe ich tausendmal hier. Nee. Laufe ich richtig tausendmal. Warum ist das hier nochmal gewesen? Das habe ich schon letztes Mal nicht verstanden. Ist ja nur nicht mal so, als ob du hier irgendwas entdecken würdest. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Schwerti, Schwerti, Schwert. Ich habe ein Schwert. Das ist für dich wie ein Zahnstocher. Ich so... Ja, wir machen Fahrt. Ihr hört bestimmt platt. Ich auch so, okay, wenn jetzt in der Höhle das funktioniert, dann können wir ja das ganze Spiel zu 100% spielen. Theoretisch könnte man das jetzt auch in den Folgentitel schreiben. Ich tue mich ein bisschen schwer auch zu sagen, ich spiele es wirklich zu 100%. Wenn ich dann doch nicht zu 100% spiele, ihr kennt mich doch. Ich bin manchmal doch auch ein kleiner... Ein Mensch ist Mensch, weil die Tomate mal wieder vergisst. Ah! Okay. Ich wollte einfach nicht. Tschüssikowski, Baby Doll. Versuch mich jetzt mal noch zu kriegen. Okay. Ich muss, glaube ich, eins runter. Ich glaube, ich bin eins zu früh. Ich muss, glaube ich, runter, Leute. Es hilft alles nichts. Ich brauche nochmal meine Schuhe. Brauche meine Boots. Yes, I would boot frei frantritt. Meines inner I would boot frei frantritt. Watch the beat a man who boots a thousand miles before I hit the door. Mana map map. Mana map map. Money, 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 money. War das der Ausgang dahin? Ah! Ich finde die Stelle ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ich muss, glaube ich, runter. Nee, hier auf jeden Fall nicht lang. Wurde gepickt zu meinem Bubu. Warum? Lass mich um mein Bubu in Ruhe. Ganz ehrlich. Ich tue Abstand. Wie ging das nochmal? Mein Niveau, dein Niveau, Abstand, oder? Wie die einfach zerschmettert werden. Mit meiner puren Gewalt. Ist das jetzt das Ding, wo ich mich rumgraben muss? Nein! Nein, 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 hallo! Und das Geile ist, jetzt spuckt er gerade mal 20 Rubine aus. Wow. Das hat mir ja eine Menge gebracht, ey. Gar nichts.
du mal hier. Yay, ein Herzteil. Wir haben einen neuen Herzcontainer. Wuhu. Und weiter geht's. Ah, nein. Ich konnte den nur mit dem hier besiegen, oder? Wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie zu Feen werden. Praktisch. Praktisches Wissen. Wie eine Schatztruhe. Wollen die mich komplett... Wo sind denn die ganzen Koronen, Digga? Mann! Ich habe jetzt gedacht, das würde mich hier voll weiterbringen in meinem Leben. Aber nein, gar nichts bringt mich das weiter. Kein Plan mehr, wo ich hin muss, Leute. Ich bin also fest besetzt. Was ist hier? Komm ich hier? Ach! Komm ich nochmal zum Anfang. Na toll. Das hat ja jetzt mal mega was gebracht. Jetzt muss ich mir noch meine Lampe anmachen. Ist hier was versteckt? Ist da was versteckt, meine lieben Leute? Nö, anscheinend nicht. Da ist nichts versteckt. Ah! Außer der Tod. Der Tod, der ist versteckt hier. So viele Bomben brauche ich gar nicht. Komm, wir gehen nur mal hier raus. Es ist auch mal gut, nicht immer eins hochzugehen. Wie war das nochmal? Wie bin ich nochmal da hinten dran gekommen? Irgendwie da. Ich glaube von unten. Ich glaube gar nicht, dass ich das. Ich glaube, ich muss einfach runter. Ich glaube, ich muss einfach runter und dann da lang. Und dann von unten. Von unten kommt. So. Boom. Wir haben ja auch hier noch vier Stück zu aufzusuchen. Vier Verstecke von diesen. Ach, das war. Ah, nee, das war gar keiner von den Typen. Einfach eine Feenquelle. Wahrscheinlich wollten sie es mir ein bisschen leichter machen, bei Fatih immer wieder zu sterben. Fatih ist echt hart. Ja, den hatte ich nicht. Ja, den hatte ich. Ich brauche noch... Vielleicht besuche ich die anderen jetzt am besten gar nicht, weil ich habe es ja nur sowieso. Einer fehlt mir noch. Wo war denn der letzte von den kleinen Knilchen? Ah, hier ist noch... Was ist überhaupt in der Mitte? Ja, ein Glücksfragment. Kannst du dir einen Hut pinnen? Wir brauchen Glücksfragmente, Leute. Wir brauchen keine Glücksfragmente mehr. Ich glaube schon alle. Alle Glücksfragmente, die wir brauchen, haben wir schon. Ich geh mal nochmal die Stadt hier uns ein bisschen genauer anschauen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein bisschen was liegen gelassen, aber nur an Glücksleuten, Glücksfragmenten. Nur an Leuten mit Glücksfragmenten. Die habe ich auf der Seite liegen lassen. Was mit dir? Der Lehrer will auch nicht mehr mit uns reden. Die armen kleinen Kinder, ey, die sind jetzt schon hier. Wie lange spiele ich das Spiel schon? 17 Stunden. Von den 17 Stunden sind sie schon 5 Stunden, wo sie sich hier aufhalten. Arme Kinder. Glaubt ihr, die werden noch von ihren Eltern abgeholt? Ich glaube ja nicht mehr. Ich habe ja nicht mehr viel Vertrauen drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es ist dramatisch. Aber ich glaube es einfach nicht mehr. War immer dieser krasse Musiktausch. Wenn ich mal wieder irgendwas suche. Ich weiß halt nicht, warum dieses Huhn ist da weg. Und ich habe Angst, dass ich das hätte suchen müssen, das Huhn. Nur die armen Kinder bleiben auf ewig weisen. Aber echt. Immer so. Moin, Servus, Moin. Hallo, Jinchaki da. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir so? Wir haben gerade entdeckt, dass wir das Spiel doch vermutlich zu 100% spielen können. Außer ich habe Sachen schon vorher verpasst, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Wonach es sich leider ein bisschen anfühlt. Ich hoffe, dir geht's gut. Und moin, moin, moin. Und hallo, Hallöchen. Hallöchen, McWundel. Wie geht's dir? Ich hoffe, euch geht's beiden gut. Weil du bist gerade mit dem Shark Ida fast zeitnah angekommen. Sehr, sehr gut. Das klingt ja gut. Hast du gute Nachrichten, Shark Ida? Oh, der will mit uns Fragmente vereinen. Haben wir das noch? Wir haben sogar 12 Stück. Ganz gut, sehr schön. Mir geht's auch gut. Ich habe heute leckeres Essen gekocht. Habe heute meine Briefe vorbereitet. Und ich weiß gar nicht, was sonst noch gemacht habe. Ich habe ziemlich viele Sachen heute gemacht.
zock jetzt ein bisschen Pokémon Unite. Okay, viel Erfolg dir. Ich habe heute auch Pokémon Unite gespielt, aber war bei weitem nicht mehr so gut wie letztes Mal. Und in 35 Minuten hat Fumi einen Monat lang frei. Oh, wie cool! Einen ganzen Monat, das ist krass. Das ist ja krass. Seid ihr dann, habt ihr dann schon was Cooles geplant dafür? Oder lasst ihr es noch auf euch zukommen? Ich glaube, das hier habe ich schon gemacht. Ich glaube mit dem. Nein! Das wollte ich auf jeden Fall nicht machen. Uiuiui, Urlaub! Saugeil, saugeil. Ich will auch Urlaub. Ich meckere jetzt so lange bis Uhr. Hey, zockst du aber Pokémon Unite auch mal im Stream? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte dafür eine, wie heißt das? Ich bräuchte dafür eine Karte. Eine Karte mit den, also eine Capture-Card. Und da habe ich keine. Oh! Lol, den habe ich einfach die ganze Zeit übersehen. Bin einfach die ganze Zeit dran vorbeigegangen. Und ich spiele halt gerne Spiele, bei denen ich kommentieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich das bei Pokémon Unite nicht so ganz schaffen würde, so wie ich es gerne habe. Also bei Pokémon Unite Stream wäre ich dabei. Bin ja nicht so mega gut da drin. Und ich bräuchte eine Capture Card. Und die Capture Cards kosten schon, wenn ich so eine Elgato Capture Card will, kosten die schon mal für 100 Euro. Dann ist das alles im Setup noch nicht eingebaut. Und da muss ich noch mal schauen, ob das mein PC überhaupt schafft. Also im Moment sieht es eher schlecht aus. 100 Euro, die ich halt auch in den neuen PC reinstecken könnte, wodurch ich dann endlich mal noch mal neuere Spiele, neuere Indie-Titel spielen könnten. Das fällt mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Im Herzen. Kann ich mal mit dir zusammen zocken. Spiele ist nämlich auch ganz so gerne machen. Kannst mir gerne per Discord oder per hier PN, kannst mir gerne den Freundescode schicken. Ich habe aber die ganzen Tage noch keine Freundescodes eingegeben. Das heißt, ich werde mal die Tage, wenn ich mal noch mal nochmal dabei bin, das machen. Weil ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich wenig Zeit gehabt und habe dann heute einfach mal nach 2 Tagen nochmal ein bisschen was gespielt. Deswegen, kannst du mir aber gerne schicken. Können wir mal zusammen spielen. Tomato Crew macht die Pokémon-Welt unsicher. Ja, wir können ja auch mal auf Discord spielen, rein theoretisch. Das haben wir ja, das hatten ja, kann man ja auch mal machen. Wenn ich ein bisschen Energie habe, ich muss halt immer schauen, wenn ich halt den ganzen Tag schon am Worken war, muss ich sagen, habe ich dann für abends noch mal eine Runde Pokémon Unite, wenn ich dann noch reden muss dabei, immer ein bisschen weniger Zeit. Aber bestimmt kriegen wir da mal einen Tag hin. An welchem Tag hättet ihr denn mehr Bock auf Pokémon Unite? Samstag würde rausfallen, weil da ist ja mal der lange Streaming. Oh, cool! Endlich jemand, der mit mir Fragmente vereinen will, ey. Wir haben noch jemanden gefunden. Ah! Ich flipp aus, Leute. Ich flipp aus. Oh, sogar eine Bohne. Wow. Eigentlich egal. Ich habe mir vielleicht überlegt, dass Sonntag gar nicht so ein schlechter Termin wäre für sowas. Sonntag fange ich ja mal um 14 Uhr an und dann bis 20. Nein! Hier drin kommt aber bitte schon kein Vogel. Na, danke. Lass mich bitte in Ruhe, dankeschön. Ich hab mich immer weggeschoben. Was ist das für das trocker Bursche, ey? Hier, du willst auch nichts. Niemand will mit mir Fragmente vereinen. Die finden mich alle doof. Ah, doch, hier. Weg, denke da. Das klingt ein bisschen wie ein Holländer. Das sind, glaube ich, kleine Holländer. Die Minis hier. Oh! Direkt hier um die Ecke. Geil. Es war eine ätzende Stelle, um so eine Schatzruhe abzuholen, aber die werden wir natürlich abholen gehen. Aber der kann man sich nicht gegen wehren, das muss man tun. Wir müssen auch noch ein Fragment vereinen hier auf dem Berg. Ich glaube, hier auf dem Berg haben wir mit Abstand das wenigste. Hallöchen, Tomagoto! Spiel beginnt jetzt, okay, viel Erfolg dir! Auf dass du sie alle platt machst. Aber ich werde auf jeden Fall, wie heißt's? Ich werde weiter Ninetales mainen. Ich finde, Ninetales ist so ein cooles Pokémon. Ich finde es auch sehr angenehm zu spielen. Wie geht's dir, Tomagoto? Schön, dass du vorbeischaust. Good luck, have fun. Aber auf jeden Fall auch gut Erfolg. Ach, das war unten. Ach, wieder so eine Schatztruhe. Niemand braucht Schatztruhen. Also, natürlich im gewissen Maße schon. Aber ich will nicht jedes Mal nochmal hinlaufen zu den doofen Dingern. Ach, ich habe gedacht, hier wäre die Schatztruhe. Was ist denn das Wasserding nochmal? Wir können jetzt mal ein bisschen auf Erforschung spielen. Scheiße, lange her, dass ich den Zelda-Teil gespielt habe. Bei mir ist es auch schon mittlerweile total lange her, obwohl das mein Lieblingsteil ist. Und ich habe ihn ja nie zu Ende gespielt, ne? Das wisst ihr ja. Wissen ja die meisten. Richtige Schande über mich. Besser als gestern, auf jeden Fall sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. Du kriegst mich nicht.
Ich habe einen Staubsauger und ich scheue mich, ihn nicht hineinzusetzen. So. Bin hier gerade noch mal ein paar Sachen am untersuchen. Ich weiß aber echt nicht mehr, wo das Fuß lang gehen soll. Ja, aber auf jeden Fall... Was kann ich denn jetzt gerade schon wieder am Reden? Ich hab's... Ja, wir können auf jeden Fall gerne mal Pokémon Unite zusammenspielen. Wir könnten ja so ein Tomato-Team machen. Könnt ihr einfach... Och Mann, ne. Hab ich einfach nur verkackt. Könnt ihr ein offizielles Tomato-Team machen? Was haltet ihr davon? Das wäre doch mal mega funny. Ich bin noch nicht so gut so hoch gerankt, weil ich die ganze Zeit halt immer nur ein, zwei Matches spielen kann. Und wenn man dann halt jemanden im Team hat, der auf AFK ist, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Mein Lieblingsteil ist Awakening und sie... Ah, ja, Awakening habe ich auch viel gespielt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Session und Ages, glaube ich, nie... Doch, ich habe den... Gab's davon ein Remake? Nee, davon gab es doch kein Remake, oder? Wie komme ich denn jetzt nochmal hier raus? Ich will doch nur da durch. Hallo? Okay, ich komme hier nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Das heißt, ich muss einen anderen Weg gehen. Das hat jetzt natürlich sehr viel gebracht. Kann man dann sowas wie einen Club oder ein Team machen? Kann man ja mal schauen. Ich weiß es gar nicht so genau. Man muss halt sagen, ich habe es mich bisher immer nur damit auseinandersetzt, die Quests zu machen und mehr nicht. Link's Awakening fand ich auch sehr gut. Ich mag halt auch Link's Awakening gerne wegen des etwas weirderen Geschichte, sagen wir es so. Nicht abgehobenere Geschichte, das passt nicht so. Leider kein Remake, aber da kommt... Tomokoto, ich bin mir zu 100% sicher, dass es da, dass die noch ein Remake machen werden dazu. Ach, hier waren wir noch nicht. Man entdeckt immer wieder was Neues, Leute. Immer wieder was Neues. Aber mein Augenmaß ist gerade ein bisschen... Ach, wow. Dankeschön, mein Mautschmaucher. Mario mag Tomaten. Vorbildlich. Hallöchen, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, mein Augenmaß ist nicht total hier. Ey. Nö, das war richtig. Ich hoffe, du magst Tomaten. Wenn du keine Tomaten magst, ist das aber auch gar kein Problem. Herzteil, wuhu! Yay! Cooler Rubin. Erstmal die Kisten ausmachen und dann erst mit dem Sprechen. So genug ich werde. Man kann nur eine Gruppe für den Kampf bilden. Ah, okay, Tomokoto. Dankeschön für die Info. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. Wohlan, ich werde dich die Technik des Wirbelhips lernen. Drücke A und R für eine Vorwärtsrolle. Drücke kurz vor dem Ausstehen des Knopf für das R-Schwert. Du zückst das Schwert mit einem Schrei. Dies ist der Ablauf. Hast du ihn verstanden? Ich glaube ja. Ho, ho, ho. Gute Alter, du bist ein guter Schüler. Doch Schwerttechnik muss man mit dem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik ausführen. Nun also das Marionettentheater von Meister Maximus. Seh und staune. 1, 2, 3, Marionette, nun sei. Ah, das war das. So, nun versuch selbst. Ich muss erstmal hier. Nö, ich muss eigentlich nichts, ne? Ach, da habe ich immer so Probleme mit. Ey, Mist. Ich mach das mal lieber auf A. Ah, ne, es ist ja auf A. Deswegen habe ich die ganze Zeit so verkackt. Ha! Deswegen habe ich verkackt, weil ich die ganze Zeit falsch bin. Ein Remake wäre mega. Am besten genauso wie Awakening. Ich glaube, das wird bestimmt noch kommen. Die polieren ja gerade alles auf. Falls du ein Schwächtel vergessen sollst, kannst du es nachsehen. Yay! Jetzt haben wir noch... Aber der hat noch irgendwas. Frag meine Vereine, lass uns versuchen! Okay, ganz ruhig, junger Mann. Yay, es passt perfekt zusammen, Leute. Ja, es passt perfekt zusammen, Yippie. War das nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr an den Ort erinnern. Aber ja, es wurde irgendwas im Sumpf. Ich schreibe mir jetzt mal Sumpf. Sumpf oben links. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen mehr Strategie hier machen. Das ist mein erstes Spiel, weil ich so 100% spiele. Es tut mir leid, Leute. Wie viel fehlen noch bis zu dem letzten Schwertteil, den wir schon gefunden haben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es hier lang geht. Das war purer Zufall, Leute. Miau. Miau. Miau, miau. Chigi, chigi. Chigi, chigi.
Oben rechts, links. Oben rechts, nicht links. Eben hier lang. Ich muss. Ach ja, stimmt, nicht links. Dankeschön. Ich bin echt ein kleiner Depp, Leute. Ab geht's hier rein. Hier müssen wir nämlich auch noch mit irgendjemandem. Oder? Nee, das die. Erstmal eine Bombe reinwerfen. Habt ihr, glaube ich, schon, aber ich guck trotzdem mal. Kanimani! Aber gut, was spielst du denn so bei Pokémon Unite als Pokémon? Irgendwas so erfolgreich sein. Okay, die macht sonst nichts mehr. Ich geb's ja. Okay. Ich spiele am liebsten Ninetales. Ich finde, das ist halt super geil, weil das die Leute halt langsamer macht. Und wenn man halt wenn man gut dabei ist, dann kann man voll viele Leute alleine besiegen. Manchmal klauen mir aber Leute Ninetales weg und dann bin ich nicht mehr so gut. Weil mit Ninetales habe ich halt schon viel Übung. Deswegen bin ich mit dem ein bisschen besser. Und es ist halt so wunderschön, das Aloha Ninetales. Es ist so unglaublich hübsch. God of War, I love it! God of War ist auch mega toll. Aber das gibt's beim Pokémon Unite? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh mein Gott. God of War ist mein Lieblings-Pokémon. Oh mein Gott, wie cool ist das denn, dass es das gibt? Ah, hier war ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Drin. Da war ich auch noch nicht. Doch, mit dem habe ich schon ein bisschen Fragmente vereint. Ich finde, Fragmente vereint hat auch schon ein bisschen was Perverses. So. Nee, nein, Chess X God of War, mega! Ich liebe Guadua, ich liebe Ninetales. Ich glaube, ich mag Guadua noch ein bisschen lieber, weil ich es cool finde, dass Guadua so gelbe, schwarze Löcher machen kann. Das ist ja mal mega cool. Ja, ein Herzteil! Wuhu. Wenn ich hier jetzt nicht zurückgekommen wäre, hätte ich das verpasst. Also, uns fehlen noch 6, 7, 8 Herzteile ungefähr. So, ist neu. Und wie spielt sie's? Was hat es so für Eigenschaften? Bin ja mal sehr gespannt. Muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Hier bitte schön eine Ladung Maulwurfhandschuhe in dein Genick. Komm. Mist, jetzt habe ich mich treffen lassen. Das war halt jetzt nicht so cool, aber. Ist hier noch irgendwas? Nee, wenn man da kein Loch sieht, dann ist da auch nichts. Schönes Muster habe ich da reingemacht. Ah! Aha, da ist endlich mal eins. Sehr schön. Ich habe noch gar nicht so viele Pokémon. Ich habe mir den Hasen habe ich mir noch gekauft. Ach, wir brauchen, glaube ich, nur noch eins dann, ne? Eine sehr robuste Wand ist das. Lasst uns warten, bis mehr Freunde kommen. Einer kommt noch, aber ich weiß nicht, ob das letzte war. Ich bin echt so ein Profi. Wo sind wir? Hier riecht so lecker. Ah, ist es jemand gekommen? Ab geht's, drei Tage war. Strange Attack, Stunt-Gegner und haut übelst rein. Oh, wie cool, das klingt ja mal mega geil. Ich liebe das. Ich liebe Ranged und ich liebe Stunts. Ninetales ist ja auch echt so, ey. Ninetales gibt übelst. Ich finde Ninetales schon fast ein bisschen overpowered, muss ich ganz ehrlich zugeben. Schon, wenn man es gut spielen kann, dann kann man viele Gegner total aushebeln. Die können kaum mehr was gegen einmachen. Vor allem, wenn man dann schon einen Levelunterschied hat. Einen guten. Das ist schon crazy dann. So, wir haben hier noch eine Bohnenränke. Yay, noch ein Herzteil! Oh, wir haben einen neuen Herzcontainer. Krass, jetzt brauchen wir nur noch 8 Herzteile. Leute, wir haben es bald. 100% reicht ja auch nur Herzteile und alle Flaschen. Wow, der hat sich ja mal sehr schön dahin gesetzt. Hopp, springen wir in die Klinge. Die nerven mich, weil ich da immer das eine Item rausziehen muss. Ich glaube, der Boomerang würde sogar auch gehen, aber... Ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um den Boomerang rauszunehmen. Ich geb's ja zu. Nein!
Ich lass das, nie los, Leute. Ganz schlimm. Hier war das Wasser. Hier muss ich lang. Da war der Gang mit dem Ding, oder? Schnell durch. Ich bin schneller als die Polizei erlaubt. Für ein Glücksfragment, wow. Wenn es wenigstens Muscheln gewesen wären. Muscheln brauchen wir nicht, diese blöden Glücksfragmente. Unten beim Grün war auch noch eins, ne? Okay. Gehen wir gleich mal ins Grüne. Also nicht ins Grüne, sondern in diesen... in den grünen... grüne Quelle, wo wir das Wasser gefunden haben, hier auf dem Berg. Ein Berg, der meinen... ach, da, okay. Hier haben wir also alles. Da müssen wir jetzt hoch. Mein ein Glücksfragment, um andere Glücksfragmente zu finden. Ja, es ist, das ist halt echt. Finde ich jetzt gameplay-mäßig nicht so super. Aber ich find, an sich finde ich Glücksfragmente eigentlich eine ganz coole Sache. Ich muss ja nochmal runter. Das heißt, das ist, glaube ich, trotzdem am nächsten, wenn ich das hier nehme. Und dann geht's. Ab jetzt geht's runter. Es geht jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo überall. Ich mag aber viele Items aus dem Teil. Am liebsten zum Beispiel der, also der Stab, wo die, der die Leute einfach umdreht. Mega geiles Item. Ja. Wenn ich keine Waffen mehr dabei habe, ist natürlich doof. Ah, nein, meine Nase kribbelt. Es tut mir leid, Leute, dass ich gekratzt habe. Es geht gerade nicht mehr. Es geht nicht mehr. Die Nase kratzt so, juckt zu sehr. Geht nicht mehr. Meine Nase juckt zu sehr. Es geht einfach nicht mehr. Mann, jetzt aber richtig krass. Ah, hier ist sie. Oder war das die grüne Quelle? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, aber Fleabag, die Serie, von der ich euch gerade erzählt habe, die hat einen sehr, sehr speziellen Humor. Und hat auch ein bisschen Tragik dabei, würde ich so sagen. Aber ich finde, gerade das macht sie so genial. Das macht sie so genial, die Serie. Ach, das hat ja jetzt viel gebracht, dass ich das weggepustet habe. Fleabag ist geil. Richtig geil. Finde ich halt auch. Glaube ich, wurde von viel zu wenig Leuten geguckt, die Serie. Also absolute Empfehlung, Comedy Gold. Comedy Gold. Aber auch ein bisschen... also es ist halt Comedy, aber mit sehr ernsten Themen. Also ich glaube nicht, dass es jedem sein super Ding ist. Wenn man, wenn man nicht die Richtung von Humor mag, könnte das ein bisschen schwierig für einen sein. Ach, hier war aber nichts, nee. Hier war doch bestimmt nichts. Aber ich kann jetzt einfach abkürzen. Multimirror Creepy Face einfügen. Genau, genauso creepy ungefähr. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergesse. Irgendein Minisch irgendwo rumsteht, wo ich nicht damit gerechnet habe. Aber anscheinend gibt es hier keine Minisch mehr. Kein Minisch mehr für mich. Sieht eigentlich wie so eine richtige Minischule aus, aber okay. Das wollten sie nicht. Ich weiß gar nicht, wo hat der Multimirror denn den Smiley her? Wie, ich kann da nicht... ich kann da halt einfach nicht dran vorbeifliegen. Das macht jetzt nicht wie besonders viel Sinn, aber okay. Wie groß sind denn die Dinger? Jetzt muss ich mir vorstellen, dass das einfach so riesige Wände sind. Gangelberg nochmal hier rein. Nö. Nix. Komisch, dass das mit Wasser getrennt ist. Ich meine, dann könnte man es mit den Schwimmflossen könnte man es kriegen und mit der Bombe. Weil die Bombe kriegt man ja viel schneller. Naja. Wollten sie vielleicht auch einfach nur ein bisschen schön machen? Kann ja auch sein. Ach nee, du willst keine Fragmente. Warum wollen die alle keine Fragmente mit mir tauschen, Leute? Die mögen mich alle nicht. Ich glaube, die mögen mich alle nicht. Frechheit. Richtige Frechheit. So. Ein Fünfer schlage ich nicht aus. Ein Fünfer schlage ich halt einfach wirklich nicht aus. So, hier müssen wir nochmal hin. Für eine Schatztruhe, wo wahrscheinlich jetzt ein Glücksfragment drin sein wird. Noch ein Glücksfragment für ein Glücksfragment. Ich sag nur, der ist dumm, der damit pennt. Ich gebe dir ein Glücksfragment, wenn du ein Glücksfragment nimmst. Schon wieder ein Blaus.
die will mich, glaube ich, schon leicht verarschen, ne? Ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, mache ich das Spiel einfach auf 100% aus Versehen. Weil ich so viele Glücksfragmente auspacke hier. Und gar nichts mehr Ordentliches krieg. Nichts mehr Ordentliches. Wann war das letzte Mal, wo wir was Ordentliches gekriegt haben? Ich glaube, das ist schon eine Weile her jetzt. Hier war auch noch eine Höhle. Ach, schnapp ich mir mal ein bisschen Feen. Ich weiß gar nicht, was machen die Feen? Machen die dann so einen schönen Sand auf einen drauf, der irgendwie süß riecht? Oder was machen die, um einen zu heilen? Oder streicheln die einen so übers Gesicht so ganz zart? Wäre mal interessant zu wissen, womit die Feen einen überhaupt heilen. Es muss ja irgendwas Spezielles sein. Ach, hier war diese ganze Stelle. Aber ich glaube, da oben war doch auch noch einer von den Brüdern, oder? Ah! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du gibst mir sowieso nichts Ordentliches. Ach nee, den habe ich schon. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich gehe mal nochmal hier drin gucken. Bevor ich da jetzt irgendwas... Aha! Aha, da ist er nämlich. Mit dem blöden Glücksfragment. Da hat sich nämlich noch einer versteckt. Hab's doch gewusst. Oh, krass, das wird frei. Ich glaube, das war ein Herzfragment. Ich glaube, da war ein Herzfragment drin. Mich hat als Kind aber total gestört, dass, wenn ich teilweise die Glücksfragmente benutzt habe, dass dann teilweise die Umgebung einfach hässlicher dadurch wurde. Weil guck mal, jetzt war, da war vorher so voll schönes blaues Wasser. Jetzt ist da nichts mehr. Finde ich jetzt künstlerisch ein bisschen schwierig. Ich gehe mal nochmal hier runter. Ich habe halt keine Lust, irgendwas zu vergessen. Irgendwas zu vergessen. Baby Neo. Ach, das war nur die. Warum überhaupt noch Feenquellen einfügen? Feenquellen bringen sowieso nichts. Feenquellen sind für Versager. Tut mir leid, Leute. Nicht für Versager. Wenn ihr Feenquellen mögt, ist vollkommen okay für mich. Aber ich finde, sie bringen halt sehr oft nicht so viel.